Hallo Freunde, wie geht's euch? Wie gut? Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Heute geht's mit dem Format Sascha Huber vs. weiter. Letztens war ich bei den Profi-Turnern und Profi-Armwrestlern mit am Start und habe mich schön zerstören lassen. Und heute, Freunde, bin ich bei dem Profi-Holzfäller gelandet. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört, heute wird hier mit den besten Holzfällern Österreichs richtig eskaliert. Ach, ihr wünscht euch einfach immer wieder die heftigsten Videos. Wie ihr besser wisst als ich, bin ich bei solchen Challenges immer sofort am Start, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass ich mir ein Bein abpacke. Umso mehr freut es mich, dass ich heute mit der gefühlten 2-Meter-Maschine Armin Kugler mit am Start sein darf. Und um Armin natürlich, um dich gebührend vorzustellen, Armin ist 7-facher österreichischer Staatsmeister und einer der Top 10 Athleten weltweit. Also Freunde, heute wird nicht nur eskaliert, sondern wir lernen gemeinsam eine neue Sportart und einen neuen Profisportler kennen. Und wie immer entscheidet ihr, welche Sportart ich als nächstes testen soll, einfach rein in die Kommentarbox damit. Das wird ein heftiges Video, Freunde, ich freue mich schon mega und genug gelabert. Los geht's! Dass du uns heute den Sport zeigst, dass, man, ja, dass du mit am Start bist. Vielen Dank dafür. Ja, bitte, gern. Ja, also, ja, schön. Armin ist ja richtig motiviert und in dem Sport natürlich ein absoluter Profi. Und ich, Freunde, ja, bei uns im Dorf hat man natürlich hin und wieder mal die Motorsäge in der Hand, aber das ist hier ein ganz anderes Level. Und ja, ich glaube, heute warten 4 Disziplinen auf uns. Richtig. Also du erklärst uns immer die Disziplin, dann gibst du dein Bestes und ich versuche halt dann irgendwie mitzuhalten, eine noch bessere Zeit hinzulegen. Also, als Erstes haben wir vorbereitet den Underhand-Job. Mit der Technik des Underhand Chop wurden in der Vergangenheit Baumstämme zerteilt. Auf einem horizontal verankerten Block stehend, beschlagen die Athleten den 32 cm dicken Stamm mit der Axt. Der Block muss von beiden Seiten bearbeitet werden. Hierfür verwenden wir eine Axt, Rasiermesserscharf. Kommt aus dem Hause Tour Thai aus Neuseeland. Kostet um die 600 Euro. Wie schaut das im Video aus? Ich stehe da unten hier die Maschine mit einer Axt wie ein Viking. Also da steigt das Testosteron-Level einfach nur durchs Zuschauen schon. Für die Profis gilt Kettensocken als Schutzvorrichtung. Ja, und ich krieg nichts, oder wie? Ja, du kriegst dann die speziellen Blechdeckel. Blechdeckel? Fuck, scheiße, ich bin nervös. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir es jetzt so. Du legst jetzt deine Bestzeit vor, gibst dein Bestes, wir stoppen mit und dann probier's ich. So, dann geht's los, ich bring mich mal in Sicherheit. Time is ready, contest is ready. 3, 2, 1, go! Holy shit. Ja, boah, das ist ja richtig am Eskalieren. Also, ich glaube, ich hätte mir das Beste machen sollen hier. Scheiße. Oh. Okay, gib ihm! Super! Oh. Ah, mega! Jawohl! Bin ich frei? Ja, scheiße. Also die ganze Bühne hat einfach nur komplett vibriert. Wir werden versuchen, irgendwie ansatzweise erstmal nicht vom Stamm runterzufallen. Das ist mal das Erste. Mir kein Bein abzuhacken, ist das Zweite. Also Freunde, scheiß drauf, los geht's. Ja, mit die Blechstiefeln. Das ist eine Ritterrüstung. Ja, es ist eine Ritterrüstung eigentlich, oder? Ja, eigentlich. Ja. Ja, da kommt dein Stamm. Ah ja, scheiße. Ich glaube, das ist die heftigste Kraftausdauerübung, die ich jemals so gemacht habe. Und gleichzeitig die gefährlichste, Freunde. Aber es ist ja krass, weil je länger du brauchst, desto weniger Energie hast du, desto heftiger wird es. Das ist halt scheiße. Summiert sich ohne Ende. Aber generell vor dem Sport leben oder ist das eine Sache, die man so nebenbei macht? Das ist sehr schwierig davon zu leben. Was kann man da rechnen, so ganz grob? Wie ist es da bei den Profis so Standard? Ja, in Europa bei nationalen Meisterschaften geht es um die 1000 Euro und privat organisierte Bewerbe. Und wenn man bedenkt, bei der letzten österreichischen Meisterschaft habe ich eine Axt zerstört, einfach durch einen kleinen Ost. Die ist ausgebrochen, 600 Euro beim Teufel. Dann kann sich jeder ausrechnen. Einfach Axt zerstört. Ihr kennt es doch von Sam vs. Wild, Freunde. So ein Stamm hier durchzuhacken, ja, das kann Stunden dauern, wie wir gesehen haben. Sieht, glaube ich, ganz episch aus. Hier könnte ein Thumbnail werden, schon fast hier im Regen und der Axt. Ja, die Schutzausrüstung ist auch am Start. Und ja, jetzt legen wir los, schauen wir mal. 18 Sekunden, fuck. Eher ein Marathon. Ja, jetzt die Frage, ob wir jetzt eine Uhr brauchen oder einen Kalender, ne? Ja, ich glaube, ich einen Kalender. Es gilt. 3, 2, 1, go! Jawohl!
passt, der erste Cheat kommt raus. Es bewegt sich was. Geht in die richtige Richtung. Boah! Stark! Boah, Scheiße! Ich komme nicht mehr. Scheiße, Freunde! Oh, ich hacke schon, keine Ahnung, eine gefühlte halbe Stunde in dem Scheißteil. Kannst du noch? Jetzt einfach mal. Jetzt kommt die andere Seite. Es ist Seitenwechsel. Ach, ich stirb. Noch. Ich stirb. Er zieht das schon. Ja. Wie war's? Also ohne Scheiß. Ich glaube, das war's so mitunter. Ey, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Halbe Stunde, zwei Stunden. Ich glaube länger als für einen fucking Marathon. 7 Minuten 51. Bravo, unter 5 Minuten. Gratuliere. Ah, mein Unterarm. Scheiße. Also, wie unfassbar. Heftig das ist. Also muss man ausprobieren, einen 30 Meter Stamm durchzufetzen. Wie viele Schläge waren es bei dir? Ungefähr. Normalerweise sind es 8 auf der ersten und 8 auf der zweiten. Ah, 16. Mehr kannst du hinten Nuller dazu geben. 160. Und so oft stecken bleiben. Weniger gefährlich. Ja. Das Steckenbleiben kommt davon, wenn beide Spitzen im Holz sind. Okay. Wir versuchen immer die obere Spitze, damit rauszieht, und beim unteren Schlag die untere. Ah, okay. Das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Part. Aber ja. So fangen alle an. Das ist einfach so. Ich dachte mir so, von der Kraft her wird es schon. Ein bisschen passen, dachte ich mir von der Kraft her, aber. Ja, aus Kraft hast du viel genug. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist am Anfang natürlich die Ausdauer, weil es lange dauert, aufgrund der fehlenden Technik. Die Lungen zu fetzt gerade. Aber hat es Spaß gemacht? Ja, richtig Spaß macht, aber jetzt kommen noch 3 Disziplinen. Wie soll das gehen? Max, du schaut mir weitermachen. Wir haben bei uns im Verein schon viele Leute trainiert von Anfang an und das ist eigentlich die ganz normale Sache. Am Anfang dauert es so lange. Das ist einfach so. Das Problem aber nach ist, du 3-4 Trainingseinheiten wird es ganz anders und da geht man dann auch speziell rein. Gleich von Anfang an mit einer Challenge zu beginnen, ist das Extremste, was ich je gesehen habe. Und das ist eigentlich sehr mutig. Das muss man schon mal sagen. Okay, ja, danke. Ja, aber normal trainiert man Schlag für Schlag, einfach um von Grund auf die Technik zu erlernen. Die Zeit hatten wir hier nicht. Ja, es ging einfach in los. In dem Fall einfach volle Eskalation. Volle Eskalation ist so. Also es geht jetzt weiter mit der Gehörschutzbrille, die Stihl Stoxer, die MS-661. Nach dem Startschuss müssen die Wettkämpfer innerhalb einer Markierung von 10 cm 2 Holzscheiben, sogenannte Cookies, abschneiden. Eins abwärts und eins aufwärts. Der Versuch ist gültig, wenn beide Scheiben nach dem Startschuss vollständig und innerhalb der Markierung geschnitten werden. Okay, also meine Schnittschutzhose ist jetzt schon mal am Start. Dreh dich mal um. Und ist mein Arschfühler. Nein, aber das ist voll die Fake-Hose. Da sind spezielle Fasern drin, die wickeln sich um die Kette und das stoppt es und das Bein bleibt dran. Das Bein bleibt dran. Klingt schon mal super für die nächste Challenge. Jetzt, wo wir schon beim Thema sind, wir stoppen, du legst wieder vor und ich brauche wieder 20 Mal so lang. Also gut. 15 seconds to warm up the soul. Das war richtig schnell. Was sagt die Zeit? Aber eine gültige Zeit. 13 Sekunden. Eine vernünftige Zeit, also das kommt auch bei Wettkämpfen vor. Okay. So, jetzt ist der Profi am Start. 15 seconds to warm up the soul. Absolut saubere Leistung. Sehr kontrolliert, super vom Druck her.
Wirklich, wirklich ein starker Schnitt. Jawohl. Ah, das so, war sauber. Immerhin, immerhin. Was so, sagt es geht, die Zeit? Was sagt die Zeit? 17:31. Ja, das ist absolut respektabel für den ersten Schnitt. Absolut ja, respektabel, ja. Sehr gut. Wirklich, wirklich. Und hat ein bisschen Probleme gehabt. Ja, das ist normal, aber besser kontrolliert ansetzen, als ja, irgendwo schräg reinpfuschen und dann Keile rausschneiden. Das zählt nicht, das kostet viel mehr Zeit, als die Sekunde nehmen, sauber ansetzen und durch. Perfekt. Perfekt. Perfekte Leistung. So, und jetzt geht schon direkt weiter. Okay, vorletzte Disziplin, Freunde. Jetzt kommen wir zur Single Buck. Die Single Buck ist eine rund 2 Meter lange Ein-Mann-Zugsäge. Mit ihr müssen die Athleten von einem 46 cm dicken Holzblock eine vollständige Scheibe absägen. Das perfekte Zusammenspiel von Rhythmus und dosierter Kraft ist ausschlaggebend. Auf gut Deutsch, Zugsäge, ja? Die Ein-Mann-Zugsäge. Wow! Knappe 2 Meter lang hier. Ich habe noch eine, die ist 5 cm länger. Was kostet so ein Teil? Die kostet neu momentan irgendwo bei 2.500 bis 3.000 Euro. Je nach Wechselkurs, kommt aus Neuseeland, aus Australien hauptsächlich. Also Kanada, Neuseeland, Australien, Kanada ist so die führende Nation in dem das Sport. Das sind die führenden Nationen, genau. Erinnert mich schon wieder an die Szene, Freunde, Sam vs. Wild. Fritz, Grüße gehen mal raus hier an dieser Stelle. Fritz, wenn du das siehst, ich glaube, ihr wisst genau Bescheid, was da jetzt auf mich zukommt. Was haben wir jetzt, Durchmesser? Wir haben nur jetzt 46. Das ist der ganz normale Durchmesser bei Steel Timber Sports, beim Einzelwettkampf. Und so haben wir jetzt einen fast einen halben Meter Stamm, Freunde. Ja. Das heißt jetzt durchsägen, nach dieser Disziplin. Genau. Irgendeine Technik, damit man nicht hängen bleibt? Möglichst gerade durchschneiden. Wenn du so aufhebst, hast du das ganze Gewicht vorne auf einem Zahn, der vergräbt sich und hakt. Drückst du runter, das ganze Gewicht auf dem Zahn, hakt. Zu viel nach unten drücken, mit der linken Hand, die Säge vergräbt sich, hakt. Perfekt. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, um stecken zu bleiben. Okay. Einfach schön locker durchziehen. Die Maschine legt vor, Armin legt vor. Was vermutest du für Zeit? Ja, sicher 20. Dann sind wir wieder bei 20 Sekunden, das heißt wir wieder 7 Minuten. Säge. It's ready. Stand to your tempo. 3, 2, 1, go! Stark! Na, sicher! Okay, was haben wir für Zeit? 37 Sekunden. Irgendwas, ja. Nein, du. Das ist halt eine Trainingssäge. Zufrieden sind wir nicht, aber es ist. Zufrieden sind wir nicht, aber das werde ich auch nicht sein. Gut. Okay, schneid dir die Säge ein. So. Viel Glück. Danke. Ein Teufelsgerät. Also, ich muss sagen, der Jakommando-Test war heavy, Fitness-Test. Aber das hier ist mindestens genauso hart. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Der Unterarm ist jetzt schon komplett zerstört. Auch der untere Rücken von dem Underhand-Job, da war man ja auch immer von unten und ist ständig hoch, das 7 Minuten lang. Und 7 Minuten lang hier richtig mit voller Power hier reingekaut. Jetzt ist natürlich hier der Unterarm komplett zerstört und jetzt noch Sägen, halben Meter Stamm. Ja. Aber jetzt heißt du es eskalieren. Das ist dein Ziel, Zeit, Zielzeit. Mein Ziel ist jetzt wirklich einfach in einem Tuch das irgendwie zu schaffen, ohne aufzugeben. Wenn ich ein Ziel habe, ist das unter 7 Minuten, wieder wie vorher. Aber ja, ich werde einfach mein Bestes geben. Okay. Völlige Eskalation. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Leistung. Wie war's? Besser. Ja. Gar nicht anstrengen. Zeit. 2:13. 2:13. Wow. Ja, unter 7 Minuten. Ich gratuliere, du hast eine vorgegebene Zeit. Nicht mal die Hälfte davon gebraucht. Das erste Mal? Ja, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Die Scheibe ist ja rund. Auf gut Deutsch, Freunde. Ja, scheiße. Ein sehr starkes Holz das erste Mal und wie gesagt, normal beginnt man einfach in Zeitlupe die Technik zu trainieren. Hier
wie du so schön sagst, Eskalation pur. Einfach. Der erste Block, ein Wettkampf. Dafür eine geniale Leistung. Ja, danke. Gut, so machen wir weiter, oder? Genau. Gut, jetzt, Freunde, kommen wir zur letzten Disziplin. Ich muss den Arm schon ablegen, weil geht nicht mehr anders. Ja, was haben wir da? Was war das? Ja, wir haben einen Standing Block Job. Beim Standing Block wird das Fällen eines Baumes mit der Axt simuliert. Ein senkrecht verankerter Holzblock von 30 cm Durchmesser muss von beiden Seiten durchschlagen werden. Ein kraftvoller und zugleich präziser Axtschlag ist Voraussetzung für ein gutes Resultat. Wir gehen ähnlich vor wie mein Underhand, das simuliert das Fällen des Baumes. Von den vier ist es sicher die schwierigste Disziplin und auch die riskanteste. Da soll man schon ordentlich ausgeschlafen sein und einfach im Normalfall trainiert man doch wochenlang schon die Technik am Underhand, um einfach das Gefühl für die Axt, für das Holz zu finden. Beim Standing ist es einfach, man ist mit der Axt höher heroben am Arbeiten. Man könnte abprallen. Am Anfang natürlich im Normalfall für die jungen Leute auch finanziell eine Katastrophe. Es ist schnell passiert, dass die Axt in den Haken geht, ins Metall. Na gut, das kann passieren. Für den eigenen Körper hoffe ich mal, du bist gut krankenversichert. Ja, mehr oder weniger. Ein geniales Gesundheitssystem in Österreich, die blicken alles wieder ran. Ja, Gott sei Dank. Wir legen los. Welche Zeit schätzt du, wirst du haben? Ja, auf dem Holz mit der Schuhaxt. Bitte sag jetzt nichts. 30 Sekunden ist realistisch für mich. Jetzt waren es da 18 Sekunden, Freunde, von oben nach unten. Bei mir waren 10 Minuten irgendwas. Jetzt sind es bei ihm da doppelt. Jetzt sind es bei ihm doppelt sagen. Es wären bei mir eine Viertelstunde, wo ich dranhänge. Stand to your table. 3, 2, 1, go! Base. Also genau, also ich würde sagen, der Winkel noch ein bisschen steiler und ein bisschen mehr Power. Spaß. Also check das mal aus. Was? Bumm. Ja, schossen los. Der heftige Winkel. Wow. Weg ist er. Jawohl. Mega. Gratuliere, heftige Danke. Leistung. Was haben wir für Zeit gekriegt? 35 Sekunden. Ja, Respekt. Für einen Trainingsblock mit Trainingsaxt inklusive Äste ist das absolut vernünftige Zeit. Ich werde auf jeden Fall mal da jetzt mein Bestes geben. Und wenn ich mal kann ich nicht mehr, aber ich sterbe vorher, bevor ich aufhöre, oder? Vernünftige Einstellung, ja. Können wir ansetzen. So können wir ansetzen. Legen wir los. Möchtest du noch was sagen? Abschiedsworte? Abschiedsworte sind die, Freunde, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Also, los geht's. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Jawohl! Jetzt hast du es gleich. Ja. Ah, scheiße, Mann. Ah, scheiße. Fuck. Was haben wir für... Danke. Was haben wir für Zeit? 15.50. Wow. 15.50. Und die Zeit mit Vorhaken trotzdem noch, ja, okay, oder? Das passt auf jeden Fall. Soweit ich jetzt das beurteilen kann, sind beide Füße dran, beide Hände dran. Der Block ist durch. Ziel erfüllt. Jetzt habe ich noch eine besondere Idee für die Zuschauer, die wollen das sehen. Ja. Das ist alles, was wir jetzt gemacht haben, Freunde. Alle vier Disziplinen. Unter, hinter. Hoffentlich unter 2 Minuten. Unter 2 Minuten hintereinander. Ohne also, Pause. Ohne Pause. Challenge das ist eine accepted. Anzeige. Challenge accepted. Freunde, so mache ich das, so stelle ich mir das vor. Also, jetzt ab und alles Gute. Auf, Vollgas und dann geht's. Aufwärmen, Vollgas. Jawohl. Freunde, jetzt wird's wild. Let's go. Anhändchen, boom. Jetzt schon, gib ihm. Boah, allein durch Zuschauen sind meine Unterarme schon wieder kaputt.
Die Power, die Power. Bist du deppert? Zack, durch. Super. Die Chance. Ey, ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild so sieht, Freunde, aber es ist unvorstellbar, was der da gerade leistet. Also ich bin einfach nur sprachlos. Richtig geschmeidig. Zack, einfach geschmeidig, nie hängen bleiben. Und jetzt. So, jetzt wird es richtig anstrengend, Freunde. Jetzt merkt man schon richtig, wie er kämpft. Geht schon einmal. So, hau raus die Scheiße. Wenn Armin in den Wald geht, dann haben wir in Österreich bald kein Holz mehr. Gleich hast du es. Gleich hast du es geschafft. Und! Zack! Wow. Jawohl! Mega! Und? Ja, ganz normaler Trophy-Durchgang durch. Wie war's? Geil! Was haben wir für Zeit? Oh, wow. Silberwucht! Passt gut! Geil! Mega, Respekt! Mega. Passt gut! So ist ein geniales Training. Perfekte Vorbereitung für den Rathausplatz. Perfekt, genau. Denn Bonnie ist am Mai, im Ende Mai. Genau. 28. Ja. Mai, die World Trophy. Wiener Rathausplatz. Ein K.O.-System. 4-5 Durchgänge für jeden Mann. Könnt ihr gerne vorbeischauen, Freunde. Also ich kann nur sagen, grenzgenialer Sport. Vielen Dank dafür, hat richtig viel Spaß gemacht. Amen. Vielen Dank. Und das war's jetzt, Freunde. Also hier aus der Großstadt Österreichs, aus Wien. Ja, sind wir natürlich extra angereist. Jetzt geht's wieder zurück ins Dorf. Wenn euch das Format gefallen hat, Freunde, und ihr wollt, dass ich neue Sportarten teste, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt rein, welche Sportart ich als nächstes testen soll und mit welchem Profi. Und natürlich die richtige Adresse für freshes Trainingsoutfit, günstigsten Supplements und natürlich auch Trainingsequipment. Kennt ihr ja bereits. Vielen Dank, Freunde, für eure Unterstützung mit dem Code Sascha 10 bei Process und dass ihr unter anderem natürlich auch solche Projekte ermöglicht. Mit dem Code Sascha 10, 10% Rabatt. Jede Woche 100 € Gewinnspiel auf Instagram. Und viele Gratisprodukte gibt, welche das sind. Einfach sehr gerne jetzt die Videobeschreibung auschecken. Ja, das wisst ihr auch bereits. Und ich verabschiede mich. Das war's jetzt, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen.